Fresse. Mach mal eine Startlenke. Hallo Freunde. Heute wollen wir diesen Scheißroller hier auseinanderbauen. Und gucken, wie der Motor so von innen aussieht, nachdem da Sand drinne gelandet ist. Aus unerklärlichen Gründen. Ist da, das bloß das hier? Ist da einfach reingeflogen hier unten in die Schraube. Und dazu wollen wir halt auch mal gucken, wie stabil diese Plastikteile hier dran noch sind. Oh. Und ja. Fangen wir wohl mal an, oder? Genau, also wir wollen den Roller ja wieder zerlegen. Das heißt, er ist jetzt sowieso, oder er hat jetzt sowieso einen Motorschaden. Wir werden jetzt die Batterie ausbauen. Öl ist abgelassen. Benzin werden wir auch noch ablassen, damit alle schädlichen Flüssigkeiten runter sind. Und dann werden wir das Ding kurz und klein flexen. Die Plastikteile, ja, die werde ich mit in den Müll entsorgen. Also gelbe Säcke. Und den Rest, den Stahl, den schmeiße ich unten in der Halle mit auf meinen Schrotthucken. Und den bringe ich irgendwann mal weg, wenn ich da genug zusammen habe. Und dann kriege ich dafür sogar noch ein paar Euro. Ja, den Motor nehmen wir natürlich noch auseinander und gucken mal rein, wie das von innen alles aussieht. Bin ich mal gespannt. Ich würde jetzt sagen, wir holen uns ein bisschen Arbeitsgerät und dann fangen wir an und ruppen das Ding auseinander, Junge. Aber erstmal machen wir hier richtig viele Geräusche. Oh. Stimmt denn nicht mit dir? Das war kurze Aggression. Ein bisschen. Oh, der gute Akra. Oh. Ja, den Akra, den. Den guten Akra. Oh. Den Akra-Auspuff, den werden wir natürlich abflexen und den werden wir natürlich behalten. Ich schmeiße natürlich nicht weg. Denn gestern habe ich noch einen Kommentar bekommen, warum ich das denn mache. Den Roller hätte man doch noch verschenken können. An Bedürftige. Ganz im Ernst, Leute. Sowas kann man nicht mehr verschenken, weil um den TÜV fertig wieder zu machen, von dem Geld kann man sich 3 gebrauchte Roller davon kaufen oder sogar 4 Roller. Der war halt einfach Kernschrott, ich hatte meinen Spaß damit und ja. Und man kann da halt auch einfach keinen mehr sicher mitfahren lassen. So sieht's aus, also ist Abfacken die einzigste sinnvolle Lösung, die man da machen kann. Let's go! Was ist denn mit Dennis los? Wir müssen das Plastik ja so klein wie möglich kriegen, kannst du mir sorgen. Freunde, vor diesem Typen müsst ihr Angst haben, wenn er den einmal in einer dunklen Gasse trifft. Was ist das denn hier? Das ist der aggressive, derbe Derne. Wie geil der von vorne aussieht. Der haut alles kurz und klein. Ich bin nicht aggressiv. Halleluja, was stimmt denn mit dir? Das billigste Plastik, was ich je gesehen habe. Na, guck mal an, das zerspringt in tausende von Teilen. Also echt, keine Qualität. Dennis, sag mal ganz kurz, wie schnell fahren wir denn hier eigentlich? Warte. Oh, ist abgebrochen. Ich wollte ein bisschen höher stellen. Warte hier. Fahren 100. Ja, geht doch gerade runter. Wir waren bei 140. Sprit leer. Scheiße. Die Sitzbank ist auch noch. Ich hab nur den Linke abgetrennt hier. Was? Das ist ein feiner Schlag hier. Mach mal. Meinst du, ich schaffe es? Nein. Warte. Ich will da ein bisschen ranzoomen, weil ich bin der Zoomer. Jo. Alter Schwede. Ich bin ein richtiger Wikinger, Leute. Hey! Hey, ja, Hade! Kack! Kack! Die Sitzbank ist auch noch relativ wasserdicht, oder?
um in den Motor reinzugucken. Wir wollen aber nicht das ganze Helfer ausbauen. Können wir halt einfach die schnelle Variante nehmen. Das Plastik ist echt richtig billig, oder? Oh, da siehst du, dass der weich ist. Billiger als der von der, Beta, ja. Ich glaube, du merkst richtig, dass der Weichmacher draußen ist. Das ist so leicht kaputt. So, den starten wir mal. So, hier oben haben wir das Ventil, ne? Ventil, ist die Steuerkette? Ja. Guck mal, wie süß die eigentlich ist. Also ich muss ehrlich sagen, von vier Taktern habe ich jetzt nicht so den Plan. Aber ich sag's mal so, hier oben sieht doch eigentlich alles recht gut aus. Oder? Ja, ja. Oh. Jesus, Alter Schwede. Kommt ein Raster raus aus dem Musch. Geht man so? Ja, um die Steuerkette dann zu lösen, bei dem Tutorial, wie wechselt man eine Steuerkette, kann ich euch empfehlen, eine Axt zu nehmen. Damit kriegt man sie ziemlich leicht ausgebaut. Hoffe ich. Das ist ein Spezialwerkzeug. Ein gezielter Schlag ist immer ganz wichtig. So. Okay. Das kann ich kaputt gehen, die Kette. Aber abgezogen. Eigentlich so. Kann man die öffnen. Das ist ja süß, ne? Das ist ja jetzt so gesehen die Nockenwelle hier, ne? Ja. Weil wie süß sie ist, wenn man beim Auto mal betrachtet. Okay, man hat ja auch noch 25 Kubik. Aber. Scharfe Nocke. Jo. Schlecht sieht es nicht aus. Lager hier. Ist auch noch gut. Also hier oben sieht alles noch ganz gesund aus. Wir müssen weiter ins Geschehen hinein. Tiefer. Ja, yeah, geile Kacke. So, holen wir runter den Lachs da. Scheiße, hier sind nur Bolzen im Weg. Kacke. So, da haben wir das Ganze jetzt. So, Zylinderlaufbahn hat ein paar Riefen, aber sieht eigentlich noch recht gut aus, ne? Joa. Ja, wenn man da einen neuen Kolben reinmacht, läuft das Ding wieder. Aber der Kolben an sich, da sieht man, der ein bisschen harsch. Ein bisschen gefressen. Ja, aber der Schaden ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Ich denke mal. Aber. Ja? Die Kurbelwelle. Ist fest. Ist fest, ja. So hat sich das ja auch gestern noch angehört, als wenn sich irgendwas festsetzt. Ne? Weil sie gehen rapide von der Leistung runter. Und ja, ich denke mal auch, dass die Kurbelwelle richtig fest ist. Oh, irgendwann die nochmal locker kriegen. Mal gucken. Oh, nee, aber der Kolben ist gerissen. So, wir flexen jetzt den Rest noch ein bisschen auseinander und dann sind wir schon fast fertig. Hier haben wir die Kabel gucken. Ja, hier ist der Plastik gucken. Dann räumen wir das alles ein bisschen auf und dann sieht das gar nicht mehr so wild aus wie jetzt gerade aktuell. Oder? Luft rauslassen. Aus Augen, das Ding gleich so zurücksteht, dass du gleich noch im Kopf hast. Dennis, was ist hier los? Ich weiß auch noch nicht so recht. Ja, jetzt heißt es erstmal alles aufräumen. Ne? Guckt euch erstmal an, wie viel Kram es ist. Überall scheiße. Plastikbombe halt, ne? Ja, halt echt Plastikbombe. Ja, let's go. So, wir haben jetzt hier alles zusammengekehrt. Zylinder. Irgendwann gehen so ein schön mit. Ist auch noch ein Metallkram. Ein guter Akra. Kannst du mal den Auspuff mal zeigen? Der darf erst 125 Liter, weil er ist wie dünn der Kümmerkopf. Ja. Der ist einfach saumäßig dünn und vermuten sogar, dass da noch eine Drossel drin sitzt. Ist auf jeden Fall reduziert. Und ja. Aber vom Durchmesser her, ne? Viel zu dünn. Ja, wieder vom Durchmesser. Im Transporter liegt jetzt der ganz andere Scheiß. Der Roller hier komplett auseinandergebaut.
eingetütet, der ganze Müll. Vordere Hälfte vom Roller. Den Tank abgelassen. Und das werden wir gleich noch entsorgen. Yeah. Yo, yo, meine lieben Freunde. Ich wollte euch nur mal kurz Bescheid geben. Wir haben es geschafft. Der Roller ist fertig auseinandergeflext und alle kleinen Teile wurden beseitigt. Der Platz ist wieder 1A im Schuss. Der Bederne schlürft seine Coke. Schmeckt. Ja. Machst du schon wieder irgendeine Scheiße da hinten, Junge. Zoom mich bitte einfach ran. Oh, du bist aber ein Funskerl. Ja, auf jeden Fall haben wir den Platz jetzt richtig sauber, kannst du dann mal rüberfilmen. Da würde ich ja glatt vom Boden lecken. Ja, das letzte ist jetzt noch hier der Eimer. Hier haben wir das Schrauben und das sind auch alles Metallteile. Ich schmeiß den Ausdruck jetzt doch weg, weil einfach, ja, ist einfach Ranz. Ranzig. Ranz. Hat die Nase gegeben. Ranz ist das, ja, hat sie. Ja, das entsorgen wir und dann die Plastikmüll. Die haben wir jetzt die Plastikteile haben wir in gelbe Säcke verpackt und die bringe ich hier morgen zum Sperrmüll hin. Nicht Sperrmüll, zum Schrott. Wie heißt das? Mülldeponie. Ja, zum Mülldeponie. Ich denke mal, da zahle ich 10 oder 15 Euro und dann ist es entsorgt, fertig. Ja. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage euch mal, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao und tschüss. Just chill. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?